Guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vigor. So Leute, heute sind wir hier wieder auf der Karte Fiskefabrik. Ja, ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Folgen her, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Und ja, wir werden jetzt erstmal zu Beginn hier direkt zu der Radarstation drüber machen. Erstmal hier aber davor die Nahrung nehmen, so. Und unsere gute alte Rüstung anziehen. Ja, das ist einfach Routine jetzt mittlerweile geworden. Immer zu Beginn eine Rüstung anziehen. So, jetzt aktivieren wir erstmal das hier. Damit wir die Positionen der anderen sehen. Okay, ja, zumindest ist direkt nicht einer bei mir. Aber ja, ist auch nicht so weit entfernt. Aber gut. Wir haben also erstmal hier ein bisschen Ruhe und können ja erstmal ein bisschen looten. So, das setze ich, denke ich, hier hin. Sehr schön. Gehen wir mal weiter. Ui, das ist doch schön. Na, was haben wir hier drin? Moment. Ich bin mir nicht sicher. Hat sich gerade so ein bisschen angehört, als ob jemand im Gras laufen würde. Aber ich höre jetzt eigentlich nichts mehr. Auf jeden Fall ziehen wir jetzt eh gleich weiter. Wow. Also ich denke, den Radar aktivieren wir aber bestimmt nochmal gleich. Ist er denn überhaupt schon wieder einsatzbereit? Nee, leider noch nicht. Ich denke, wir warten noch, bis der wieder bereit ist. Und dann geht's weiter. Mit unserer Reise hier. So lange kann das ja nicht mehr dauern. Weil ich will zumindest wissen, wo der da vorne so rumfeuert mit dem MG oder was das ist. Wo der ist ungefähr. Na los, blödes Ding, wär doch bitte bereit. Ich will nämlich eigentlich weitergehen jetzt sofort. Wir warten noch ganz kurz ab, ansonsten ziehen wir jetzt einfach direkt weiter. Dort hinten wäre ja auch der Ausgang. Da könnten wir eigentlich auch die Beute erstmal sichern, die wir gefunden haben. Aber ja, so viel haben wir jetzt auch nicht bekommen gerade eben. Durch den blauen Tresor und so. Gut. Ja, wir machen jetzt weiter hier vor, denke ich. Gut, und es ist jetzt nur noch der eine hier. Wir können natürlich auch hier hin machen. Die Stadt hat ja auch eine Idee. Ja, also der eine, der schon erlebt, ist auf jeden Fall der mit dem MG. So viel ist sicher. Dann hat der hier ein oder zwei andere weggemacht eben. Und holt sich jetzt hier den Tresor. Also ich denke, wenn wir es schaffen würden, ja, den auszuschalten, wäre es grundsätzlich nicht verkehrt. Wegen Beute und so weiter. Bei der ist jetzt bestimmt gut beladen, ja, ich meine, da schon mehrere ausgeschaltet, so wie es sich angehört hat, ja. Dazu kommt noch, er hat den Tresor geplündert. Also loot-technisch würde es sich schon lohnen. Gucken einfach jetzt mal, vielleicht gehen wir nämlich auch in das kleine Dorf dort nebenan. Ich denke, ich gucke erstmal von hier außen aus das Gebäude erstmal vorsichtig an. Und apropos das Gebäude, welches war das denn, was dort vorne steht? Weil irgendwo ja war ja hier auf der Karte auch noch so ein Gebäude, so ein großes, mehrstöckig, wo ja oftmals viele Chemikalien drin sind. Das war das hier oben, ja, das war das. Dann denke ich, machen wir dorthin. Und dahin habe ich dann einen Spieler aber gesehen. Also wir können schon probieren auszuschalten. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt gerade gesehen hat. So, ich krabbel mal hier lang. Ich laufe hier rüber. Wenn ich wüsste, wo er ist. Das wäre wirklich super. Jetzt höre ich ihn wieder.
glaube, da kommt gleich hier lang. Wir dürften uns mal kurz nicht bewegen, denke ich. Ich sehe ja dort hinten nichts lang zwischen. Bisher. Was machen wir jetzt? Wollen wir hier abwarten? Ich muss ganz klar sagen, sowas habe ich noch nie, glaube ich, gemacht hier in Vigo, dass ich eine Weile abwarte, dass ein Gegner seine Position verlässt. Und ich glaube ehrlich gesagt, der weiß, dass wir hier sind und wartet deswegen vielleicht im Gebäude. Deswegen lasst uns vielleicht einfach mal hier hintergehen, das Gebäude dort looten und dann gucken wir mal weiter. Oder wir probieren jetzt zu pushen. Aber nun gut, ich meine, von seinem Interesse kann es eigentlich auch nicht sein, jetzt die ganze Zeit da drinnen zu warten. Müsste man eigentlich meinen. Oder nicht? Aber man hört ihn auch nicht mehr sich bewegen. Das ist das Seltsame. Aber schön hätte ich irgendwelche nützlichen Gadgets jetzt noch dabei. Wie ein Tragbahn-Signaldetektor oder irgendwelche Minen nochmal hier. Dann würde ich nämlich gerne mehrere Ausgänge so absichern, indem ich halt dort eine Mine davor lege. So. Na, es feuert niemand. Sehr seltsam. Wir rennen mal hier rüber so ein Stückel. Wir rennen mal eine Runde ums Gebäude. Wir müssen halt nur extrem jetzt aufpassen. Weil ich finde schon, dass es echt unheimlich ist, ja, wenn du irgendwie überhaupt nichts mehr hörst. Da könnte halt einfach auch hier oben bei so einer kleinen Stelle rausgucken oder runtergehüpft kommen. Das ist halt noch mit so das Ding. Ich frage mich wirklich, ob der noch in dem Gebäude ist. Ja gut, wir gehen jetzt einfach hin. Wow. Na, schade. Ja, das war die goldene Schrotflinte. Aber komisch, ich habe ihn gar nicht mehr gehört, wie er dort lang ist. Aber ich denke, da hat es bestimmt taktisch gut gemacht. Während wir jetzt gerade rechts lang gelaufen sind, ist der bestimmt rausgegangen und ist dann dort lang. Schade. Hat er einfach besser gemacht, das war dumm gemacht. Ich hätte einfach mein Ding die Runde machen sollen und ja, looten gehen, statt jetzt dort zu warten und unbedingt zu probieren, ihn auszuschalten. Ich glaube, man hat auch gemerkt, irgendwie passt das nicht zu mir, ja, dass ich dort einfach gewartet habe und so weiter. Ich glaube, das passt doch irgendwie einfach nicht zu meiner Art Spielstil. Wirklich, das habe ich glaube ich noch nie gemacht in der Vigo-Runde, dass ich so lange oder so wo warte, dass ein Gegner wo rauskommt oder so. Könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das jemals gemacht habe. Gut, jetzt gucke ich mal ganz kurz was nach. Welche AR-Waffe Dingsabums, da musste ich denn nehmen für eine der Aufgaben hier? Ganz kurz was gucken. Ah ne, Buckel F1 war das. Ich dachte, das AR-Sturmgewehr. Okay, Buckel, Buckel, Buckel. Ist denn das Gewehr? Buckel F1. Dann nehmen wir das Teil dann jetzt für die nächste Runde. Finde die Waffe jetzt irgendwie gar nicht. Ah, hier. Ja, gut. Machen wir jetzt noch eine zweite Runde. Da spiele ich dann, denke ich, jetzt wieder. Wie immer ist, denke ich, besser so. Aber allgemein ist das sowieso eine Karte, wo ich sehr oft drauf gehe, so oder so. Muss ich dazu am Rande erwähnen, mal noch so. Aber gut. Und was wir auf jeden Fall auch noch machen müssen, ist heute ein bisschen Nahrung spenden. Ich denke, das können wir direkt jetzt noch machen. Ja. Jetzt nicht sofort die Runde finden, die nächste hier. So. Das wäre erledigt.
Dann haben wir die lilane Kiste schon mal gesichert. Ob wir die goldene noch schaffen, müssen wir mal gucken. Da sind nicht mehr so viele Tage übrig. Na, sieh einmal mal an. Ja. Jetzt sind wir hier gespawnt bei dem Bereich, wo wir eben draufgegangen sind. Gut, grundsätzlich keine schlechte Stelle. Wir müssen jetzt nur ganz fix hier rüber, dann könnten wir das Gebäude dort looten. Ja, lieber wären wir eigentlich das Chemiegebäude. Also das dort hinten, das große. Aber wenn wir schon mal hier spawnen. Moment, da drüben. Ach man, ich treffe ihn nicht. Wird sowieso schwierig für mich mit der Waffe hier, denke ich. Weil ich halt nicht gewohnt bin, eine Salvenwaffe zu spielen. Ich habe die ja, glaube ich, schon mal mitgenommen in der Folge, wenn ich die Aufgabe probieren wollte. Aber ich glaube, das wird nicht gut enden für mich mit der Waffe hier. Aber mal gucken. Auf jeden Fall ist der Dude erstmal nur weggerannt. Nun gut, wäre ich auch, wenn ich so auf einer hohen Distanz befeuert werden würde. Da würde ich nicht probieren, in den Kampf zu gehen. Trotzdem aufpassen ist angesagt jetzt. Wow. Jawohl. Okay, einen von 50 haben wir geschafft. Ja, also mit der Aufgabe werde ich noch länger zu tun haben, aber ich denke, wir werden die jetzt einfach öfter mal mitnehmen wieder. Weil ich glaube, die Season geht halt auch gar nicht mehr so lange. Ich weiß es nicht, 10? Ne, 10, nicht 20 Tage, sage ich mal, noch im Groben. Ja, und schließlich kommen ja jetzt auch noch bald die neuen Projekte und so. Deswegen werde ich dann natürlich noch ein bisschen weniger Zeit haben für die Aufgabe. Deswegen fokussieren wir uns jetzt auch schon hier ein bisschen darauf. Weil schaffen möchte ich nämlich gerne die meisten Aufgaben. Weil die halt immer diese leckeren Kisten geben. Oder oftmals zumindest. Und hier ist auf jeden Fall überall schönes Zeug. Wir müssen dann gleich weitermachen mit der nächsten Scheune und danach denke ich zum Chemiegebäude. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Mir ist bewusst, dass das nicht Chemiegebäude heißt. Für mich ist es aber ein Chemiegebäude, weil da einfach so viele Chemikalien sind. Hey, Moment, da drüben. Ich bin froh, dass ich jetzt hier noch leicht drüber geguckt habe. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Kurz hier hinlegen. So. Alles einmal einpacken. Die Munition muss ich aber fix wegschmeißen, sonst wird direkt zu voll. Und ich denke, hier hauen wir uns jetzt erstmal das Zeug rein, damit ich schneller sprinten kann. Das mit dem Fallschaden war jetzt natürlich ein bisschen blöd. So. Ich denke, wir looten auch noch das Gebäude fix. Nur stellt sich halt dann auch die Frage, ja, lohnt sich für uns überhaupt noch dann zu dem Gebäude zu gehen, wo ich eigentlich hin möchte? Die Frage muss man sich stellen. Aber ich bin halt jetzt schon sehr, sehr voll. Und ich habe das Gefühl, wenn ich hier alles durchsucht habe, bin ich dann mehr oder weniger sehr, sehr voll. Oder ganz bis zum Limit. Aber gut, gucken wir erstmal weiter. So. Schönes Zeug hier überall. Gut, also ein bisschen mehr geht schon noch. Ja. Wenn ich ein bisschen Munition auch noch weghauen würde, dann wird es auch noch gehen. Aber pro Munition, wir laden mal die eine Waffe hier noch. Und die Munition dafür. So. Und jetzt durchsuchen wir, denke ich, erstmal hier noch den nahegelegenen Bereich draußen, also den Einkaufsladen und so.
Das sieht leer aus. Die Autos hier haben auch alle keinen Inhalt mehr. Ich denke, das brauchen wir nicht versuchen. Aber die anderen Autos hier vielleicht. Ja, die haben noch was. Ah, na super. Wieder ein Alarm. Das hat mir jetzt auch noch gefehlt. Das ist gar nicht gut. Aber schnell, wir hauen jetzt einfach mal weiter hier ab. So, sehr schön. Weiter, 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 weiter. Wir looten uns einfach immer der Straße jetzt hier entlang. Die Tür machen wir mal zu, sonst zieht es hier und wird kalt. Das wollen wir ja nicht. Sieht leer aus. Weiter geht's. Dort vorne ist das Gebäude, wo wir vorhin einmal den Radar hatten. Da könnten wir auch noch mal schauen. Weil das ist ja schon recht abgelegen. Vielleicht war deswegen hier noch niemand. Ja, hier war tatsächlich noch niemand. Sehr schön. Jawohl. Das gefällt mir. Hier geht's weiter. Hier genauso. Okay, hier ist eine Kommunikationsstation, die ist aber schon kaputt. Interessant. Wir legen uns mal ganz kurz hier hin. Das Foto kommt weg. So. Ein bisschen Platz haben wir noch. Der eine kleine Schuppen dort wäre noch eine Idee. Aber ob der was drin hat, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Ja gut, dann denke ich, gehen wir jetzt. Haben doch eigentlich ganz gut Beute gemacht in dieser Runde. Halt nur sehr viele, ja, Sachen halt, um Waffen und sowas herzustellen. Aber eigentlich brauchen wir eher so Sachen für, ja, Basisverbesserungen. Aber gut, ja, trotzdem nicht schlecht. Bin gespannt auf jeden Fall, wie viele Erfahrungspunkte es gibt. Schnell hier raus. Kann ja schließlich immer noch was passieren. So, hinlegen und einfach genießen. Ah, so. Wir haben es überlebt. Schön. Jetzt gucke ich mal noch nach, wie viele Materialien wir so gefunden haben für den unterschiedlichen Dingen. Chemikalien 24, ja, Dünger 16. Das ist okay, aber jetzt auch nicht so viel. Da freue ich mich am meisten hier, dass wir so viele Nägel und Draht gefunden haben. Aber gut. War doch trotzdem jetzt hier wieder eine erfolgreiche Runde. Auch wenn ich sagen muss, ich hätte gerne die erste Runde, die wir gespielt haben, überstanden. Ja, mit Beute. Ich wäre gerne da nicht draufgegangen. Aber gut, ja, ich hätte einfach meinen eigentlichen Spielstil behalten sollen, nicht diesmal was anderes probieren sollen. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen da jetzt an der Stelle hier schon wieder Schluss mit der Folge. Ich hoffe, die kurze Folge hat euch wieder ein wenig gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.